Mittag, Abend. Mahlzeit. kann ich nicht filmen, weil sitzt schon wieder in Unterhosen hier rum. Ja, sehr gut. Das macht er noch absichtlich, ey. Ja. Nur um dich und alle anderen. Warum sitzt man am Tag über mit Unterhosen hier auf der Couch rum? Weil das Männer so machen. Ja, ich glaube auch. Ich kenne leider keinen, der das nicht macht. Furchtbar. Das weiß ich nicht. Mir wäre das nichts. Fühlt man sich so nackig eigentlich, oder? Nee? Befreiend. Anime. Uiui. Okay, wollen wir uns nicht weiter vertiefen? Ja. Ich muss mich gleich bald fertig machen. Das heißt gleich bald schwärmen. Was denn? Ja. Ich auch noch. Was? Ich auch. Du auch. Du brauchst bestimmt ganz lange aus dem fertig machen. Weil heute geht's zum Geburtstag plus Babyparty. Habe ich ja schon erzählt, so ein bisschen so. Ja. Mal sehen, wer mehr Bauch hat. Er ist so bösartig, immer. Er ist so bösartig. Immer. Meine Güte. Ja. Taschen sind gepackt. Also Geschenktüten. Und so. Und wir sind quasi startbereit. Wir müssen uns mal fertig machen. Akku ist vollgeladen, der eine zumindest. Der eine zumindest. Ja, das wird reichen. Ich habe ja hier auch noch ein bisschen und so ein Handy. Kriegen wir hin. Genau. Und von daher, lange Bahnfahrt. Da freue ich mich am meisten. Ja. Und Bus. Und so. Kann ich hinlaufen? Laufen. Fähr durch Berlin. Viel Spaß. Von Endstation zu Endstation und weiter. Ne? Yay. Ja, nee. Das wäre nichts. Jetzt sind wir morgen noch nicht da. Und dann ist es vorbei. Können wir zurücklaufen, wenn wir zu spät sind? Ne? Hast du mir zugehört? Ich sag, dann können wir zurücklaufen, wenn wir zu spät sind. Sicher. Vor allem Bier und Laufen, vergiss es. Du willst laufen, dann lauf alleine. Sag mal, du sollst immer von dich auf andere schließen. Für mich? Das geht nicht. Ja, ja, so ist das. Na gut. Erstmal gibt's nichts weiter. Nee. Wird auch was geschnibbelt, lade ich gleich hoch und dann ist schön. Wir sind unterwegs. Huch! Ja. mal wieder. Auf zur U-Bahn. Und yeah. Regen. Nein. Es könnte heute noch regnen. Es könnte. Aber hoffentlich nicht, wenn wir draußen sind. Wir haben keinen Duschbad dabei. Doch, haben wir. Haben wir? Aber ja, eingepackt. Hat sich ja auch? Nein. Ach, scheiße. Abgespült. Das Wetter. Und den Regen erst eine Duschbad eingesetzt. Jo. Hauptsache riecht nach Kirschblüte. Genau. So. Na gut. Dann mal auf. Ja, schon mit Frage von Spiel. Ich sag ja schon das letzte Mal, ne? Das hat ja auch wieder funktioniert. So. Ja. Ich hab's erstmal nur rausgeholt. Ja, hast du alles? So, okay. Gut, du wolltest Geld haben, haben wir gehört. Geld, genau. Geld ist immer gut. So, soll ich erst Umschlag machen? Mach, wie du denkst. Nach Gefühl. Hast du schon eine Wurzel? Wann denn? Du nicht kaputt machen? Ja, ist mir klar. Das hast du selbst gemacht. Ja. Sehr schön. So wenig. Dankeschön. Bitteschön. Aber 4 ist immerhin mehr als 3, oder? Wer wird gut investiert? Zwar weiß ich noch nicht zu was, aber. Sebastian sagt, du hast irgendeinen großen Traum. Ja, das ist aber. Es ist weich. Also es ist nicht richtig weich, aber. Na, nicht zu doll drücken. Das ist ganz weich. Eine Bodylotion sein. Ja. Es geht in die Richtung Pflegeprodukt. Ja. Kann nicht mehr. Schon nicht ganz falsch. Großes Ratespiel. Wo geht die Licht an? Man sieht sie ja kaum. Das sieht man wunderbar. Universalfernbedienung. Das. Eine Taschentuchpackung. So ähnlich war ja schon. Hier Geld, ne? Aber das Geschenkpapier ist total meins. Ach nee. Ah, super. Ne. Das ist das genau hier. Eben. Das habe ich schon seit einer ganzen Weile. Ich habe es gesehen, ich muss das mitnehmen.
Schon mal vorsorglich. Muss ich das auch aufmachen? Du stehst hinten, was drauf ist, also unten. Das ist der Happy Birthday Kuchen. Ah, okay, super. Das wir cool. Haben nämlich gerade Happy Birthday gesungen, wir beide. Also ist es ein Buch? Ich schätze, es ist ein Buch. Bedingt. Ach, noch ein Sinnig Lackung. Ah ja, das wollte ich ja. Weiß ich ja, steht an der Wunschliste. Genau. Der erste Band, da muss man erstmal finden, welcher der erste von denen ist. Danke schön, danke schön. Bitte schön. Daniel, spinn nicht rum da hinten. Sehr gut. Passend zum Papa. Mhm. Mama oder Mama? Passend für Mama. Wenn er da ist. Ja. Oh Mann, du machst es mir Angst. Unterschiedlich. Kann ich dir sagen, zwischen 4 und 8 Wochen war bei meinen, zwischen bei allen 4 und 8 Wochen. Ja, okay. Wunder, wenn bei die hat nichts gegessen. Nee, kann ich nicht meine Fisch. Das ist ja wohl der süßeste Waschbär, den ich je gesehen habe. Waschbär. Sekunde mal. Ich fand die Farbe sehr passend, ja. Übrigens. Thema Farbe passt sehr gut, danke schön. Ja. Weil wir ja nun mal nicht wissen, was wir noch alles brauchen. Deswegen habe ich mal Anfang gesagt, gut, das ist vielleicht nicht schlecht. Oh, weil. Und der Fuchs geht immer, ne? Ja. Deswegen ja. Der streichelt dich nicht mehr, der streichelt nur den Fuchs. Ja. Entweder streichelt er die Decke oder den Fuchs. Ich muss ja sagen, es ist ein Fuchs, dass er sich habe jetzt die Gelegenheit, ihn zu betrachten. Zu Hause verschwendet er der Bettseite rum und ich sehe ihn nie wieder. Okay. Weil der ist ein Bauch im Weg, da kann ich den nicht mehr drüber gehen. Und man kann damit sogar rasseln, ne? Hallöchen. Ja, Sonntag. Ich bin allein zu Hause. Yay. ja, ich habe gerade schon das Schreibtagebuch gedreht und geschnibbelt und es lief gerade hoch und es ist gerade schon fast fertig. Mit Hochladen. Das wird immer verarbeitet. Dann kann der Rechner wieder aus. Weil gestern habe ich das. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich gestern alles mache, aber das wäre zeitlich überhaupt nicht gegangen, weil wir hin los mussten. Und. Ich habe euch sicherlich ein paar Eindrücke gezeigt von dem Geburtstag und der Babyparty und überhaupt und keine Ahnung was, alles geht ja nicht. Ich habe ja ganz viel mitgefilmt und ich glaube, das wird ein lustiges Privatvideo werden. Hoffe ich. Noch ist nie geschnitten, noch habe ich nichts gesichtet, noch habe ich nicht geguckt, wie es aussieht. Das werde ich dann nächste Woche in Angriff nehmen. Und dann gucken wir mal. Weil nächste Woche habe ich ja noch Urlaub, da kann ich das alles noch schön machen. So. Daniel ist wie gesagt nicht da. Der hat heute seinen ersten Kunden im Showroom zum Anprobieren von Kostümen für die nächste Woche. Also für in der Woche. Genau. Ja. Der muss auch nächste Woche ziemlich oft in den Showroom. Weil erstens, wie gesagt, Kostümvermietung. Das läuft jetzt auch wieder an. Funktioniert jetzt langsam wieder. Wenn er das da 14 Tage ausdünsten lässt, dann ist auch nichts mehr Virus drin, dran, drauf oder was auch immer und gleich absprühen mit Wasserdampf irgendwas, dann ist es auch abgetötet, falls was sein sollte. Sicher ist sicher. Und dann bekommt in nächste Woche auch noch eine Rauchmelder in den Raum. Und daher ist es sehr gut, dass er Urlaub hat. Mhm. Genau. Oh, hier ist heute ein bisschen graues Wetter, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben auch schon gleich 12 Uhr.
Ich habe gestern lange gebraucht, um einzuschlafen. Ich weiß auch nicht, bin mir hochgeschreckt. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich im Moment, also dass ich öfter mal das Problem habe und dass es im Moment gerade sehr schlimm ist, dass ich mal wieder hochschrecke. Dann wollte ich mir ein kleines Kissen nehmen von den vielen, die wir im Bett haben. Die hat Daniel alle in Beschlag genommen. Da lag er so toll mit seinen Armen drauf, dass ich, der hätte ziehen, zerren können, das wäre nicht gegangen. Also habe ich mir mein flaches Kissen zusammengeknuddelt und das als kleines Kissen genommen. Dann bin ich eingeschlafen. Komische Sache, aber ja. Da ist mein neues Kissen, das ist jetzt eigentlich ziemlich gut, aber irgendwie brauchte ich gestern noch was Zusätzliches, um einzuschlafen. Ja. Und so, ich kann es nämlich schlafen lassen, bis ich um 7 aufgestanden bin, weil ich aufs Klo musste. Und da dachte ich so, Katzen? Frühstück? Hä? Ja. Und dann aber weiter geschlafen bis 9. Und dann kriegte der Hahn. Und jetzt sitze ich hier, werde gleich lesen. Ich habe in Chaos, also TKG ist inzwischen ausgelesen seit vorgestern schon, glaube ich. Ja. Gestern habe ich nichts gelesen. Außer das, das E-Book, wobei ich auch nicht weiß, ob das was für mich ist. Es ist halt noch mehr Raumschiff als das hier. Noch mehr Raumschiff. Und mal gucken. Ich bin da nicht weit. Ich bin auch gestern in der U-Bahn fast immer eingeschlafen am Lesen. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ja, und heute lese ich Chaos. Weiter, da bin ich, wie gesagt, auch noch nicht so weit, 64, 65. Ich habe gerade irgendwie nicht so das Lesebedürfnis. Aber ich hoffe, dass es heute klappt. Oder wieder besser klappt, weil ich ja nichts anderes mache, außer lesen. Denke ich. Ja. Genau. Ich bin immer noch müde. Und dann in einer Brüheinheit bei der Kaffeemaschine reingepasst. Wir haben ja zwei. Also die zwei Kaffeemaschinen sind zwei Brüheinheiten. Und hat damit zwei Tassen gemacht. Das ging einigermaßen, auch wenn es nicht 100% perfekt ist, aber es war besser. Also liegt wahrscheinlich wirklich in der Brüheinheit und wir müssen wirklich vielleicht eine neue kaufen. Für 80 Euro, aber es ist immer noch besser als für, weiß ich nicht wie viel, mehrere 100 Euro oder 1000 Euro oder was auch immer, eine neue Kaffeemaschine. Ein Versuch wäre es zumindest wert. Ob das funktioniert. So. Jetzt hole ich mir ein bisschen Kuchen. Wir haben Kuchen mitbekommen von gestern, weil es einfach zu viel Essen war. Und die Pizza war super lecker. Super lecker. Also so richtig lecker. Ich habe sie ja fast aufgegessen. Das ist für mich sehr ungewöhnlich bei so einer Riesenpizza. Und von daher habe ich jetzt noch Kuchen. Und werde gleich ein bisschen Kuchen essen. Ein bisschen. Ja. Genau. Und dann lesen. Ja. Daniel weiß noch nicht, wenn er heute zurückkommt. Ich habe gefragt, bleibst du noch länger denn da oder kommst du gleich wieder? Wusste er noch nicht. Aber ich schätze mal, er bleibt noch länger da, weil es ist ja schon 12. Und die wollten um 11 kommen. So am liebsten sogar noch vor 11. Aber ja. Ich denke mal, die Anprobe dürfte dann schon vorbei sein. Nun ja, nun ja. So, aber jetzt lesen, lesen, lesen. Aua. Ich glaube, ich breche heute mal meinen computerfreien Sonntag. Ich habe jetzt die ganze Woche darauf verzichtet und ich war ja gestern auch kaum zu Hause. Ich habe Lust, Logs zu gucken. Und von daher, gelesen habe ich jetzt so ein bisschen beim Kapitel. Das werde ich auch weiter machen heute. Aber ich habe Lust, Logs zu gucken. Das fehlt mir gerade total. Und ich habe noch einiges nachzuholen. Vor allem bei zwei Logs, bei zwei Kanälen. Einen, den ich neu entdeckt habe, kurz vor meiner Woche, die ich da gemacht habe, was mir so, oh, jetzt kann ich nicht weiter gucken. Da bin ich noch 4 Jahre im Rückstand, aber egal. Und einen, wo ich seit über einem Jahr vergessen habe, weiter zu gucken. Was ist da los? Mir fehlen also über 200, nein, über 100 auf jeden Fall Vlogs. Ja, und ich habe gerade Lust dazu, das weiter zu gucken, von daher. Die beiden im Wechsel. Und deswegen mache ich es einfach heute. Mein Laptop bleibt aus, aber zumindest den Mac mache ich an, um eben Vlogs zu gucken. Ich weiß, man kann es auch auf dem Handy machen, aber es ist nicht das Gleiche. Und ich gucke ja auch auf dem Fernseher. Dann guckt der YouTube nur auf dem Fernseher. Den einzigen Laptop, den ich jetzt irgendwie funktionsfähig bekommen habe, den hatte ich erst ins Lager genommen. Eventuell kann ich mein Fahrrad verkaufen, aber wahrscheinlich nicht, weil die will keinen dreistelligen Betrag für ein neues Fahrrad ausgeben, weil ihr als Fahrrad wurde geklaut. Und sie sucht das Neues, aber unter 100 ein Fahrrad kriegen? Meinst du es noch wie neu? Ich bin, weiß ich nicht, 5 Mal damit gefahren oder was?
Und kostet 250 neu. Von daher, 200 wären schön. 150 schmerzt schon, aber wäre ich auch noch bereit, das dafür abzugeben. Aber ja. Mal gucken, ob so das macht oder nicht macht. Also der Nachbarin von dem Lager, gelingen sie da. Ja. Ja. Wäre natürlich super, wenn es gleich weg wäre. Wenn ihr also jemanden kennt in Berlin, der ein Fahrrad braucht, oder die ein Fahrrad braucht für mehr. Es ist eher ein Jugendrad mit Rücktrittbremse. Und die ist wohl sehr klein, meint er. Von daher würde das passen. Ja. Schauen wir mal. Ich glaube es nicht, weil wenn sie jetzt schon rumdruckst, dass sie nicht in den dreistelligen Bereich gehen will. Ich meine, wo kriegt man bitte ein Fahrrad für unter 100 Euro? Ich habe auch gesagt, ich möchte keine, also ich möchte maximal 300 Euro für mein neues Fahrrad ausgeben. Hat auch nicht ganz geklappt, aber fast. Und das ist dann schon so, Schluck. Das wäre runtergesetzt gewesen. Also ein Angebot, wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall günstiger als der Preis, der eigentlich dafür gedacht war. Da hätte es mal fast doppelt gekostet. Ja. Von daher. Ich habe es euch immer noch nicht gezeigt. Ich werde die Woche auch kein bisschen meine Runde laufen, fahren, nichts. Gar nichts. Ich fahre auch nicht zum Postfach. Ich habe jetzt einfach meine Auszeitwoche für sowas. Und ich hoffe, dass ich ab morgen das wieder mache, dass ich dann wieder ein bisschen mehr Struktur reinkriege. Die ganze Woche war einfach ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht. Egal. Jedenfalls werde ich jetzt im Vlogs gucken. Beschlossen. Ja, mir ist danach Gardine eingeklemmt. Sekunde. Mal wieder rein hier. Okay, es ist so noch nicht allzu spät. Ich weiß gar nicht, wie spät die Uhr geht. Irgendwie nicht richtig. Aber ich habe mein Handy. Ha. 9:30 doch schon? Okay. Eben war es noch kurz vor 11. Und wir gehen hier schlafen. Weil der Tag irgendwie ein bisschen komisch war. Wetter drückend, Kreislaufgedönse, Unlustigkeit und alles ein bisschen Banane. Von daher auf jeden Fall mal, dass es morgen ein besserer Tag wird und einfach wieder ein bisschen mehr irgendwie alles funktioniert. Und man nicht mehr so lustlos ist. Hatte ich ja die Woche schon mal gehabt und irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber gut, manchmal ist halt. Und ich denke mal, das Video ist auch lang genug. Vor allem, wenn es wieder 2 Tage sind. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Bye, bye.